wunderschönen guten Morgen, es ist 20 vor 10 und es hat gerade geklingelt und unsere neue Waschmaschine kommt an. Da. Ja Leute, also die Waschmaschine ist angekommen, aber die funktioniert nicht. Ich war in meinem Zimmer und habe schon gehört, dass da Enttäuschung herrschte. Meine Mutter gesagt hat, ja, wie kann das sein und so und warum? Und er hat gesagt, ja, kann man nichts machen. Die Waschmaschine funktioniert nicht. Und am Samstag soll eine neue geliefert werden. Mein, heute ist Mittwoch. Donnerstag, Freitag. Ja, so 3 Tage. Meine Mutter wäscht, keine Ahnung, so 4-mal am Tag. Aber wir haben ja noch eine im Keller. Meine Mutter hat mir gerade das hier gebracht, also ein bisschen Joghurt. Ein paar Nüsse, Bananenstücke und Apfel. Mit Zimt. Ich habe heute übrigens 300 Gramm weniger gewogen als gestern. Ich habe ja gestern Abend im Vlog erzählt, dass ich mir wünschen würde, oder dass es sehr schön wäre, wenn ich heute so die Zählzahl hätte und dann noch 4,9. Das heißt, ich von dieser 5 wegkomme, aber ich habe mein Bestes gegeben. Es blieb auf 5. 300 Gramm sind auch viel, aber ja, es wäre halt einfach schön gewesen, aber dann ist es wahrscheinlich morgen so weit. Vorgestern habe ich 1 Kilo abgenommen. Gestern 0,5 Kilo. Und heute 300 Gramm. Also in 3 Tagen fast 2 Kilo. Also 1 Kilo 800 Gramm. Und meine Mutter ist schon seit 3 Tagen oder so, 3-4 Tagen auf einem Gewicht. Und also wenn das bei mir so wäre, ich glaube, ich würde schmeißen. Weil ich quäle mich hier ab, Alter. Ich laufe seit Tagen halbtot rum und wenn mein Gewicht sich nicht bewegen würde, also wenn ich nicht abnehmen würde, dann keine Ahnung. Weil klar, eigentlich sollte man sich nicht jeden Tag wiegen und es kann sein, dass das Gewicht halt mehr angezeigt wird, als du eigentlich wiegst, weil zum Beispiel, keine Ahnung, die Flüssigkeit nicht rausgekommen ist oder so. Aber bei mir war das jetzt immer korrekt und ich will einfach wissen, wie viel ich wiege. Ich könnte das nicht irgendwie aushalten, so eine Woche zu warten. Ich muss mich hinterkriegen. Und ja, es kann halt sein, dass das Gewicht mal an einer Stelle steht. Ja. Vielleicht verbrenne ich einfach mehr Kalorien. Oder bei mir geht es einfach schnell weg, weil meine Mutter hat noch Kräfte oder ich habe überhaupt gar keine Kräfte. Obwohl wir das gleiche essen. Und vielleicht bin ich deswegen so halb tot, weil bei mir das einfach schnell weggeht. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wie gesagt, wenn ich kein Resultat sehen würde, ich glaube, ich hätte auch keinen Bock mehr, aber meine Mutter macht trotzdem weiter. Ich will halt, solange die Ferien sind, noch durchhalten. Beziehungsweise, ich will in den Ferien, also am Montag, ich fange ja die nächste Woche, fängt die Schule an, direkt am Montag. Und ich möchte am Montag, dass bei mir eine 2 steht. Als eine Zahl. Oder 3. Aber 3 Minimum. Tja, geil. Und jetzt in den Ferien habe ich halt Zeit. Habe ich halt ja mehr Zeit und die Möglichkeit, mich dran zu halten. Ich weiß halt nicht, wie es dann ausschauen wird, wenn ich in die Schule gehe, weil ich bin ja den ganzen Tag weg und kann halt nicht irgendwie so essen, wie ich jetzt esse. Ich weiß auch nicht, was ich dann mitnehmen soll und so und keine Ahnung. Mal gucken. We're darling off to rent someday, nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt the...
Shishmashala, gönn dir den Rachen. Guck mal, meine dumme Schwester isst Fisch. Dann wird sie hoffentlich ein bisschen schlauer. Okay, Spaß. Was sieht Es ist 20 nach 4. Ich habe mir jetzt entschieden, rauszugehen. Das Wetter spielt ja seit ein paar Tagen verrückt. Und ja, ich habe mir vor ein paar Stunden ja, mich so geschminkt, obwohl ich wusste, dass ich jetzt ja, nirgendwo hingehen werde, außer vielleicht ein bisschen im Park, obwohl da hatte ich auch keine Lust. Meine Eltern wollten zum Möbelmarkt, aber dann haben sie sich doch umentschieden. Und jetzt sind sie alle zu Hause geblieben, weil sie keinen Bock haben. Mein Vater hat mich gebeten, ein Paket wegzubringen, Digga. Das wiegt locker 10 Kilo, also ja, 5. Ja, genau. Ich habe, Digga, 7. Ja, okay, bis jetzt, so in den Ferien, also in den letzten, keine Ahnung, in der letzten Woche habe ich ja, also heute habe ich genau 3 Kilo abgenommen. Digga, das, oh. Es kann nicht sein, dass das 5 Kilo wiegt. Ja, auf jeden Fall bringe ich das jetzt weg, ein bisschen spazieren. Wenn das 5 Kilo ist, Digga, das packe ich nicht, Alter. Ich habe jetzt 3 Kilo abgenommen. Ich meine, ich merke das schon so. Aber, okay, ja, sagen wir mal 2,5, ja? Ich habe 2,3 abgenommen, sagen wir mal 2,5. Das heißt, das Doppelte wäre 2,5 plus 2,5 wäre 5. Das kann nicht sein, dass das 5 ist. Wirklich nicht. So, das ist doppelt einfach, was ich verloren habe. Nein. Digga, nein. Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Also ich war so 2,5 Stunden weg. Ja, das Wetter ist irgendwie komisch gewesen. Also generell eh die letzte Woche, aber hat irgendwie angefangen zu stürmen. Dann kam plötzlich wieder die Sonne raus. Keine Ahnung, ich habe heute Mittag dieses Buch gelesen, um irgendwie die Zeit bis zum Mittagessen zu überbrücken, weil ich hatte wieder keine Kraft. Aber ich habe ja auch zwischen Mittagessen und Abendessen nichts gegessen. Also da wäre ja normalerweise ein Snack. Ein Snack. Also ein Grapefruit, aber irgendwie wollte ich nicht. Ich habe 2 Kaffees getrunken und bin dann rausgegangen. Ja, keine Ahnung, ich wiege jetzt 1 Kilo und 100 Gramm mehr als heute Morgen. Ich hoffe morgen, Leute. Wenn ich diese 5,9, ja, dann wäre das nur 100 Gramm. Aber ich, wenn morgen das Gewicht sich nicht bewegt, Leute.